Nein, 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 nein! Ich will raus! Lassen Sie mich raus, Sie Dreckskerl! Kate? Was haben Sie getan? Kate! Was ist das? Säure? Bitte stopp! Nein, bitte, bitte, bitte nicht stopp! Halt! Rühren Sie sie nicht an! Mein Name ist Joseph Morello. Was ist das? Ich schreibe True Crimes. Wenn Sie das hier hören, haben wir uns gestern getroffen. Ich habe Ihnen vorgespielt, ich sei Grantham Dumet. Ich hatte keine andere Wahl. In Wahrheit hat mich der echte Dumet dazu gezwungen. Und jetzt? Jetzt will er, dass Sie das auch tun und für ihn jemanden anrufen. Drücken Sie die Kurzwahltaste. Sie müssen sich der Person am anderen Ende vorstellen mit Dumet. Vor Ihnen liegt ein Skript. Damit locken Sie sie auf die Insel. Hä? Was? Ich... Mark, so wie tu doch was! Sie. Schiffen Sie sie rüber. Dann bringen Sie sie ins Haus. Tut mir leid. Ich wollte das nicht tun, aber sonst hätte er mir meine Tochter niemals wieder zurückgegeben. Ich musste sie zurückhaben. Es tut mir so leid. Rufen Sie einfach an. Oder nicht. Vielleicht sind Sie stärker als ich. Aber wen auch immer er hat, den Sie lieben, der hat nicht mehr viel Zeit. Nur noch wir. Was? Nur wir haben es geschafft. Alle anderen sind tot, Mark. Verdammter Psychopath! Lassen Sie uns einfach gehen. Wir sagen niemandem was. Der ist aber mit dem Mädchen von der Insel runter. Oh, nein, 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 Mark! Nein, nein! Tu's nicht, Mark! Tu's nicht! Kate! Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Aber er wird sie töten. Und wir können sie retten. Lass mich sterben. Es ist okay. Aber er liebt dich doch. Boah, ich bin verzweifelt. Okay. Okay, ich tu's. Ich tu's, verdammt. Bitte. Mark, was machst du da? Tut mir leid. Kate, ich kann dich nicht verlieren. Hi. Mit wem spreche ich? June Collins. Wer ist da? Bitte helfen Sie uns. Ich habe eine Einladung für Sie.
Ich muss überzeugend sein, ne? Mrs. Collins, ich... Mein Name ist Grantham Dumet. Ich will Ihnen jetzt nichts verkaufen, aber ich habe eine Einladung für Sie. Ja. Aber er ist immer noch total dreckig. Also ganz ehrlich, wahrscheinlich war das Team schon da, was alles sauber gemacht hat, aber... Aber jetzt kann man besser verstehen, was er mit seiner Tochter hatte. Kate, ich musste. Ich musste es tun. Hätte ich sie nicht hingeholt, hätte er dich getötet. Was immer ihnen zustößt, wir haben beide Schuld. Ich konnte... Ich konnte es die ganze Zeit nicht glauben. Dann habe ich ihn gegoogelt. Gut gemacht, Babe. Es ist zwar etwas gruselig, aber hey, Gratisurlaub auf einer Insel. Es ist nicht gruselig, es ist authentisch. Mr. Dumet möchte, dass wir so richtig in die Geschichte eintauchen. Ist es auch sicher? Hier sind überall dunkle Ecken. Oh, da sind sie. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam? Leider haben sie einige Seelen verloren. Nun, Ruhe in Frieden. Charlie, ich fürchte, es wird nun doch keinen Auftrag für einen zweiten Teil geben. Aaron, die Neue im Team hat alle mit ihrem Mut überrascht. Doch jetzt ist sie wohl im großen Tonstudio im Himmel. Und Jamie... Der Stecker ist gezogen, die Lichter sind aus. Ich fürchte, diesmal wird es nichts bringen, Kabel neu zu verlegen. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Kates Geheimnis. Sie war traumatisiert von etwas, das vor langer Zeit geschah. Aber sie hat sich dem gestellt, was sie am allermeisten fürchtete, und hat überlebt. Und Mark, er musste aufhören, auf die Anweisungen anderer zu warten. Er musste seinen eigenen Weg finden. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Auf bald. Thank you.
war das? Was ist los? Weiß nicht. Nein. Nein, 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 was sei das? Das ist die falsche Richtung. Mark, schau! Ja, das war von The Dark Pictures, The Devil in Me. Ich gebe zu, es ist das allererste Mal, dass ich es geschafft habe, alle umzubringen. What the fuck? Ganz ehrlich. Also gut, ich muss dazu sagen, es war auch sonst noch nie irgendwas, wo jetzt irgendein Massenmörder unterwegs ist oder so, ne? Aber ich habe es wirklich vorher noch nie geschafft, dass gar keiner überlebt hat. Selbst beim ersten Teil, was glaube ich, Middle of Medan, mit dem Wasser, also mit dem Geisterschiff. Selbst da hatte ich zwei Überlebende und sie ist dann ja am Ende, glaube ich, noch gestorben, wenn ich mich richtig erinnere, weil sie einfach zu schnell wieder aufgetaucht ist. Wo ich auch gesagt habe, das darfst du nicht machen, wo alle anderen drumherum auch gesagt haben, das darfst du nicht machen, aber sie war natürlich wieder so dumm und hat nicht drauf gehört. Da ist er, glaube ich, als letztes, also ihr Freund als letztes übrig geblieben. Aber ich, also das war, glaube ich, auch mein schlechtestes Ergebnis bisher. Das hier darf sich jetzt in die Reihe einreihen und hat jetzt Platz 1 erhalten. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass alle gestorben sind. Ich fühle mich entsprechend etwas schlecht, etwas ratlos, etwas verzweifelt. Gut, das mit dem Inhalator muss ich dazu sagen, es gibt einen Film, ich glaube Mindhunters oder so hieß der, die sind auf eine Insel gekommen und da ging es auch darum, dass der eine halt süchtig nach Zigaretten ist und das hat ihm dann letztendlich den Tod gebracht. Deswegen habe ich gedacht, okay, wenn sie den Inhalator braucht, wird sie vielleicht irgendwie sowas wie Kohlenmonoxid oder keine Ahnung, irgendwas Giftiges da drin haben, wodurch sie dann anfängt, aus den Augen und den Ohren zu bluten oder sowas, wenn sie das dann nimmt. Und ich habe gedacht, wenn sie sich wehrt, kann sie ihn vielleicht kurz, ja, überraschen und abhauen. Was sie natürlich nicht gemacht hat. Sie hat einfach nur auf ihn eingestochen, stand da dumm rum und hat ihn angeguckt. Das sind halt so Sachen, naja. Abgesehen davon hätte ich auch nie in die Schulter gestochen. Ich meine, wenn, kann man es wirklich nur machen, indem man zwei empfindliche Stellen entweder im Gesicht oder zwischen den Beinen halt eben trifft. Aber gut, ich meine, da war ich schon sehr traurig und sauer irgendwie über das Ergebnis. Dann, ich glaube, als zweites ist ja der Alte hier, der ältere Typ da gestorben. Ja, es ist halt blöd, wenn man nicht diesen Streamer-Modus hat, den ich ja jetzt mittlerweile gewohnt bin. Ich glaube, von den letzten ein oder zwei Teilen. Und der war richtig, richtig geil, weil da konnte man sich kurz Zeit nehmen, überlegen in dem Moment und sich dann entscheiden. Und das war ja so eine Sache von 5 Sekunden oder so. Und ich habe dann gedacht, so, ja, versuch mal die Tür. Und das war dann leider nichts. Ja, das Ende, ich sag mal, es ist nicht so sehr überraschend, wobei ich dazu sagen muss, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie nochmal zurückgezogen werden, weil die Fähre haben wir, glaube ich, nicht gesehen mit Überresten.
Wahrscheinlich extra nicht, damit man das nicht weiß. Ich habe mir nur gedacht, okay, der Typ ist ja mit der Tochter entkommen und irgendwie müssen wir ja gucken, dass wir die zwei noch überleben lassen können. Und naja, ich meine, die wären so oder so gestorben, behaupte ich jetzt mal einfach, auch wenn er das jetzt, also sich verweigert hätte. Also im Endeffekt, der Kurs war klar, denke ich mal, als die beiden dann erwischt worden sind. Ja, ich hätte die Tür wahrscheinlich überprüfen sollen. Aber ich habe gedacht, das ist eine Puppe, sie erschreckt sich und dann kommt er aus der Tür raus. Aber nein, es ist ja immer anders, als man sich das vorstellt. Aber ich muss dazu sagen, es war auch richtig klasse. Also auf der einen Seite natürlich scheiße von euch, also nicht von euch, aber von den Machern. Scheiße für mich gelaufen. Aber auf der anderen Seite, es war wirklich sehr überraschend. Und gerade dieses Überraschende fand ich auch dann irgendwie sehr erfrischend, weil man wirklich nicht damit gerechnet hat, dass es dann so läuft. Manchmal lief es halt einfach nur dämlich, wo man denkt, wie mit dem Hund. Warum lassen die Idioten den Hund nicht einfach los, damit er rausrennt? Und er sich denkt, oh ja, hier ist ein Hund, okay. Ich habe gedacht, den haut er jetzt irgendwie kaputt mit der Axt und geht dann wieder oder sowas. Aber gut, die hockten einfach ganz cool da und haben sich gedacht, ey, hau mir doch einfach die scheiß Axt in den Kopf. Das ist mir egal, Hauptsache der Hund ist gerettet. Naja, wenn man es so haben möchte, okay. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist ein echt beschissenes Ergebnis für mich. Das allererste Mal, das ist schon echt heftig. Aber trotzdem fand ich es echt ein geiles Spiel und ich habe richtige Momente gehabt, wo ich gedacht habe, oh, was kommt jetzt? Und diese ganzen beschissenen Geräusche mal wieder zwischendurch. Also es tut mir leid, dass ich hier so viel am Fluchen bin, aber es ist wirklich so. Diese ganzen Geräusche zwischendurch und alles, und wo ich einfach nur noch gedacht habe, die haben es wenigstens verstanden, okay? Da gab es so der ein oder andere Schreckeffekt, so ein Jumpscare mal, wo man teilweise eigentlich auch so schon ein bisschen drauf vorbereitet war, wie mit dem Schrank zum Beispiel. Und das hatten wir ja schon mal mit einer Katze, also das habe ich mir schon so gedacht. Aber im groben Ganzen, muss ich sagen, haben sie es wirklich hinbekommen, und das können nicht viele, muss ich auch dazu sagen, einfach nur eine richtige Gruselatmosphäre über Geräusche aufzubauen, über vielleicht ein paar flackernde Schatten und so weiter aufzubauen. Und noch nicht mal dadurch, dass wirklich irgendwas passiert in dem Moment. Und das war richtig, richtig gut gemacht. Das bin ich sehr gewohnt von dieser Serie. Wobei der erste Teil, glaube ich, noch ein bisschen krass war mit den Jumpscares, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist immer besser geworden von Teil zu Teil. Und auch The Quarry war ja sehr gut. Das war jetzt nicht direkt von Dark Pictures, aber von den gleichen Machern. Habe ich auch Let's Played, könnt ihr euch gerne anschauen. Leider damals noch mit einem alten PC. Dementsprechend, ja, hatte ich da einige Performance-Probleme mal zwischendurch. Ich sehe gerade, dass jetzt alles abgelaufen ist. This is Commander Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. Ah, eine Vorschau. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spirits are high. As we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out. Ja, das Spiel möchte offensichtlich, dass ich nicht so lange rede, aber im Endeffekt war es auch ganz gut, weil wir dann schon mal die Vorschau sehen konnten und ich konnte euch damit beweisen, dass tatsächlich das nächste Spiel im Weltall spielt, was auch nochmal eine ganz andere Ecke ist. Ich meine, wir hatten jetzt ein Geisterschiff, wir hatten eine Horrorstadt, wir hatten... Was war das andere? Ein Kriegsgebiet, wo dann letztendlich Aliens da eine Rolle gespielt haben. Wir hatten jetzt einen Massenmörder. Also was ich schon recht cool finde, dass die Serie sich nie auf ein Thema fixiert, wo es dann vielleicht so ein bisschen gewohnt oder langweilig werden könnte mit der Zeit, sondern komplett andere Themen, komplett andere Gebiete nimmt. Und das ist schon richtig, richtig geil. Ich bin mega gespannt. Und ja, wir schauen uns allerdings noch mal ganz kurz. Ich weiß nämlich nicht, Sammlerstücke, Bonusinhalte. Wir haben, glaube ich, eine einzige Münze irgendwie übersehen. Kann das sein? Mich nervt hier dieser Mauszeiger gerade.
So, Morden mit Morello. Die haben wir, indem du silbergerahmte Geheimnisse findest, okay? Die haben wir leider nicht freigeschaltet, die beiden. Schalte Dioramen frei. Das waren doch, glaube ich, diese Münzen, ne, die wir gefunden haben. Genau. Da haben wir, glaube ich, doch ein paar mehr. Harmonische Stimmen, Dumets Mutter. Die reanimierte Leiche von Manny Sherman. Okay, also entdeckt in der See. Der See. In Ultimatum. In Regieraum. Der See, Klippen. Ja, also in der See haben wir offensichtlich entweder viel verpasst oder was ich eher glaube, dass wir wirklich ein oder zwei Münzen wahrscheinlich, eine Fünfer und eine Zweier oder so, eine Fünfer und eine Zweier, genau, dann sind wir über 100, aber egal. Dass wir zwei Münzen hätten finden müssen, obwohl, doch, könnte eine Fünfer und eine Zweier sein. Einmal die zwei hier oben und einmal hier unten die fünf, die jetzt frei sind. Schade. Ich finde, ich habe mich sehr gut gehalten mit 94 als Ergebnis, aber leider, ja, war es nicht die beste. Das Beste, was wir machen konnten. Dann haben wir, hier können wir nicht mehr runter. Hoch können wir, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Dann haben wir leider dieses Morden mit Morello Teil 1 und Teil 2 nicht freigeschaltet. Sieh dir eine kurze Dokumentation über das Design der Mörderburg an. Das haben wir freigeschaltet. Sieh dir eine Dokumentation über Amerikas ersten Serienmörder an. Ein Interview mit Jesse Buckley. Ich meine, das sind die Sachen, die wir tatsächlich im Spiel schon gesehen haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon. Dann würde ich gerne noch gucken. Anthologie ist klar, da kann man sich die anderen Sachen nochmal anschauen. Sammlerstücke, da wollte ich nochmal ganz kurz rein. Einfach nur mit euch mal eben nachzuschauen, ob wir hier irgendwas... Okay, die Geheimnisse. Das sieht gut aus. Da haben wir auch sehr, sehr viel freigeschaltet. Ein paar Sachen leider nicht. Gesperrt. Bis 50 können wir offenbar. Ah, ist doch schon so einiges, was zwischendurch fehlt. Aber wir haben jede Menge freigeschaltet, muss ich sagen. Bin ich doch schon recht stolz auf mich. Ja, können wir nur die beiden leider holen. Schade. Wenn wir da jetzt draufklicken, sind es natürlich nur die Sachen, die wir schon angesehen haben. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Ja, das wollte ich euch nur noch eben gezeigt haben, was wir alles gefunden haben, beziehungsweise ja, ein paar Sachen haben wir halt eben übersehen. Mich würde es jetzt wirklich interessieren, wo ich denke, dass wir es nicht unbedingt übersehen haben, sondern dass wir es vielleicht nur dann finden, wenn das Ganze tatsächlich eine gute Wendung genommen hätte. Dass man dann vielleicht mit den Personen oder halt generell in andere Gebiete nochmal reinkommt und ja, die Sachen dann da halt finden kann. Schade. Es wird mich reizen, das nochmal zu spielen und mit dem Wissen von jetzt zu versuchen, alles richtig zu machen. Aber erstmal nicht jetzt. Ich würde sagen, dann lasse ich ein bisschen Zeit noch dazwischen vergehen. Und ja, werde das dann mal irgendwann in Angriff nehmen. Aber ich habe noch so viele Projekte, das ja, wird noch ein bisschen dauern. Ich habe Uncharted, habe ich ja schon zu Ende aufgenommen, also den vierten Teil zumindest. Der wird ja aktuell noch hochgeladen. A Plague Tale Requiem habe ich zu Ende aufgenommen. Da werden jetzt auch die restlichen Folgen gerade noch hochgeladen. Und ich habe schon wieder drei neue Let's Plays am Start. Eigentlich vier. Heute auch nochmal ein Spiel geholt. Also ihr seht schon, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Und gleichzeitig habe ich noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich dann auch immer wieder zwischendurch mache. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich spare mir lieber jetzt mal meine Zeit auf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, Tag, was auch immer, wann ihr gerade schaut. Oder gute Nacht vielleicht, wenn ihr gerade mitten in der Nacht am Schauen seid. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das jetzt so erwartet hättet, ob ihr das Ende so vor allen Dingen erwartet hättet. Und wie ihr das ganze Spiel im Endeffekt gefunden habt. Ja, bedenkt dabei bitte, ich habe jetzt leider gezeigt, wie die schlechteste Variante geht, aber ich meine, das muss man ja auch mal machen. Man kann ja nicht immer nur die beste Variante machen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Let's Play. Bis dann!
Ciao.